Ja, herzlich willkommen zum 10. Bing-Treffen hier in Freinsheim. Wieder mit 30 Ausstellern und bei bestem Pfälzer Wetter und Wanderwetter haben wir hier eine super Ausstellung aufgebaut über 3 Ebenen und schön abwechslungsreich. Dampfmaschinen, Eisenbahn und Dampfkino. Dann schauen wir es uns doch mal an. Folge Uwe Groll auf dem Pfad nach Rinn. Hier das von uns unterstützte Sozialprojekt für Kinder und Jugendliche aus Madagaskar, die hier aus Blechdosen Upcycling betreiben. Und das Projekt unterstützt ja schon seit 12 Jahren. Roadmaster London. Passt natürlich wunderbar. Ja, da will wieder jemand den Messerschmitt Kabineroller in den Vordergrund stellen. Dass ist du immer ja reinreden gut. Musst, wenn man filmt. Davon leben wir. Wir sind ja spontan. Jetzt gehen wir mal rein und lassen mal unseren Chef in Ruhe. Dann kann der wieder zu seinem Stand. Und ich guck mich mal um. In den Hauptsaal, wo wir Eisenbahnen der Spurweite 0, 1, 2 und 3 haben. Spurweiten, die viele gar nicht kennen, die nur die Modellbahn kennen, H0, die übrigens halbe 0 heißt, weil sie die Hälfte von unserer kleinsten Anlagengröße hier quasi darstellt. Und früher waren die Eisenbahnen alle deutlich größer. Wenn ich früher sage, wir treten jetzt in eine Welt ein, die ist hier so vor 100 bis 120 Jahren stattgefunden. Dann fangen wir mal an. Ja, aber danke, ja. Das war schon sehr viel. Gerne, ja, danke. Das da hinten würde ich gerne noch mal sehen. Bitte. Doch, gerne noch einmal eine Tour, ja, noch eine wilde Fahrt. Okay. Dann machen wir noch eine wilde. Aber jetzt wird der Chef da. Ich weiß gar nicht, ob ich nicht Bing-Teile vorführen darf. Dann film ich sie lieber nicht. Ich mach's einfach. Ich muss hier einmal nachhelfen, weil dann ist sonst der Liefe Potte. So, dann gehen wir weiter. Thomas am Regler.
Kollegen. Das ist von der anderen Seite, ne? Batterien waren eben mit Kohlenstoff, oder man hat